Hallo zusammen und willkommen bei einer kleinen Spezialfolge hier Silvester 2017. Da will ich euch ein bisschen die Wartezeit bis zur Party oder bis Neujahr ein bisschen verkürzen. Und deswegen ist das heute die erste Spezialfolge. Es folgen noch mehr. Ich weiß allerdings nicht, was ich so schaffe aufzunehmen. Und fangen wir jetzt an mit 7 Days to Die, wird wahrscheinlich jeder kennen und viele werden von euch auch diesen neuen Mod schon kennen, ist War of the Walkers, der das Spiel nochmal einmal richtig erweitert. Ich weiß gar nicht, warum die Axt so flackert. Ich glaube, einiges liegt an der Mod selber. Und ja, läuft noch nicht so stabil wie das Hauptspiel. Aber ich habe ja so einen schlechten Spawnpunkt gefunden. Deswegen wäre es vielleicht doch gut, wenn wir der Straße folgen, wa? Hier haben wir so einen Außenposten. Bin ich direkt daneben gespawnt, sodass ich die Aufgabe auch schon erledigen konnte. Habe ich in die Container schon reingeguckt? Nein. Man findet auch schon gleich am Anfang eine Menge Waffen. Finde ich persönlich ganz gut, weil sonst dauert es ja immer ewig, bis man ein paar vernünftige Schusswaffen hat. Und hier findet man gleich relativ schnell welche. So, wir haben noch keinen Pfeil und Bogen. Da sollten wir uns mal drum kümmern, ne? Bogen. Hier ist ein Beispiel dafür. Es leckt ein bisschen viel. Und auch bei der Schmiede leckt es ohne Ende. So, komm, mach endlich den Bogen. Und Pfeile brauchen wir natürlich auch noch. Haben wir genug Holz? Ja, Holz haben wir schon ein bisschen. So, was kriegen wir? 12 Pfeile, naja. Erstmal besser als nichts. So, wir folgen einfach der Straße. Weichen erstmal den ganzen Zombies aus. Können noch ein bisschen Aloe Vera aufnehmen. Und ja, der War of the Walkers Mod, da kann man sich am Anfang eine Profession aussuchen. Man kriegt auch wesentlich mehr Rohstoffe am Anfang. Das meiste habe ich alles schon gleich bekommen. Oh, die können wir ja auch hier mal reinnehmen. Ach, hier ist ein Schneebiom. Das ist natürlich schlecht. Da ist ein Auto, hier liegt noch ein bisschen Müll. Viele neue Gebäude gibt es. Zusätzliche Skills. Man findet jetzt auch Bücher, die die Skills steigern, was ich auch sehr schön finde. Ach, hau ab. Was ich gemerkt habe, Autos sind sehr viele ausgeschlachtet schon. Was jetzt nicht so toll ist. Aber im Allgemeinen findet man eigentlich... Oh, Machete. Sehr schön. Das lassen wir erstmal hier. Haut ab. Ich will noch keine Munition an euch verschwenden. Da ist ein Wildschwein. Das würde ich gerne erlegen. Wölfe gibt es hier. Die sind extremst nervig. Komm. Oh, verdammt. Bleib stehen, Hase. Na, da kümmern wir, holen wir uns doch das Schwein hier. Ach ja, die greifen auch an. Alter. Ja, lauf schön im Kreis. Oh. Du nervst. So. Gleich ein paar Tabletten gefunden. Ich weiß gar nicht, ist die Machete dafür geeignet zum Schlachten? Ja. Hervorragend.
Das, was ein bisschen merkwürdig ist, hier kommt Raw White Meat raus und da kann man Hühnchenfleisch draus machen. Ist jetzt nicht ganz so toll. Achso, Pfeile könnte man noch ein paar basteln. Auf jeden Fall sind ein Kumpel und ich damit schon fleißig hier am Zocken mit der War of the Walkers Mod. Ich finde die persönlich sehr schön. Oh, da hinten ist ein Hirsch. Der natürlich jetzt flieht, außerdem sind hier viel zu viele Zombies. Bisher bin ich immer auf Karten gespawnt, wo gleich eine Stadt in der Nähe war. Hoch. Na toll. Verdammt. Bleib stehen. Jetzt ist es verreckt am Blutverlust. Sehr schön. Gib mir ein bisschen Fleisch. Das olle Schneebiom und ich bin noch nackig, ey. Noch keine Klamotten hergestellt. Aber ich könnte ja mal ein bisschen Gras sammeln, damit wir uns wenigstens mal minimale Sachen herstellen. Also ganz nackig durch das Biom habe ich keine Lust zu. Erschreiten hier, bist du das? Munition sparen. Komm her. Kochtopf, sehr schön. Und unser Inventar ist schon voll. Das ist wohl kleiner als zum Hauptspiel. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich meine, das ist kleiner. Ach, das Klassenpapier. Mussten wir das irgendwie. Ach ja, wir mussten ja uns entscheiden und ich hätte gern die Bilderklasse. Lesen. Akzeptieren. Und da haben, seht ihr, da oben haben wir jetzt neue Quests und die Belohnungen sind echt super. Man bekommt beispielsweise hier die Bilderklasse eine diamantene Spitzhacke. Ja, Minecraft lässt grüßen, sage ich mal. Und die macht echt erstmal Schaden und ist zum Anfang echt Gold wert. Weiteren gibt es neue Metallressourcen in diesem Mod. Guck mal, die Tür können wir doch schon mal zerlegen hier. Die brauchen wir doch nicht. Was haben wir denn hier noch zum Zerlegen? Das Ding auch. Gebietsblock. Ich habe hier eh ein Singleplayer-Spiel. Ölschiefer. Hier die alte Dose zerlegen wir auch mal. Und hier essen wir ein bisschen was. Und die Erdbeeren auch, komm. Ah, hier gibt es Raw Red Meat. Das war wahrscheinlich der Hirsch. So, jetzt soll immer nicht stehen bleiben, sondern hier weg. Putz, Junge. Durchgefrorene Sarah, die hatte ich aber auch noch nicht. So, nochmal Schmerzmittel. Was haben wir denn hier Schönes an? Flanellhemd, ja, zieh das mal an. Und wir brauchten, man könnte sogar Hosen aus Tierhaut herstellen. Nein, wir machen jetzt erstmal die Pflanzenfaserhose. Schuhe. Handschuhe. Komm, anziehen. Besser das als nix. Und so eine olle Haube brauchen wir auch noch, ne? Wo war die denn da? Kapuze. So, wie sehen wir jetzt aus? Ja, wie der letzte Latten-Louis. Okay, weiter. Ist denn hier passiert? Oh, das ist eine Höhle. Hm,
das ist auch dazu gekommen. Crafting Material verwendet, um viele Elemente wie die Longbow und viele Kleidungsstücke zu machen. Ja, nehmen wir mal mit. Pilze. Und dies kann man ja auch abbauen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, hier runter zu gehen. Ich glaube erstmal nicht. Ich höre Schritte. Beeil dich. Weg hier. So. Wir folgen weiter mal der Straße. Dich brauchen wir jetzt nicht ausschalten. Casino-Jetons. Aber hier ist echt mau. Oh, ein Rucksack. Oh, Bitch. Ich will jetzt nicht meine ganzen Pfeile an dich verschwenden, Mädel. Sehr schön, Ledermantel. Und wir sind Level 2, hervorragend. Ist jetzt aber erstmal egal. Ich will euch doch vielleicht eine neue Stadt zeigen, Mensch. Wie gesagt, da gibt es so viele neue, geile Gebäude. Ey, es ist unglaublich. Oh, hier steht endlich mal ein paar Heilewagen. Das ist hier eine Hauptstraße. Und was noch verwunderlich ist, dass wir noch keine Schusswaffe gefunden haben. Die findet man Eisenpennies, die kann man schön einschmelzen. Dass es jetzt viele verschiedene Münzen gibt, finde ich auch total super. Nicht nur Scheingeld. Na komm schon. Keine Waffe. In der anderen Richtung wäre bestimmt eine Stadt gekommen. Und hier oben ist ein verbrannten Biom. Verbrannten Biom ist ganz schlecht. Da ist nämlich ein Hund. Ich glaube, dann gehe ich lieber hier runter. Richtung Schneebiom. Da ist nämlich ein Hund. Ganz toll. Die Hunde sind echt mega übelst. Ich wollte schon sagen, warum greifst du mich denn nicht an? Oh, verdammt. Bleib stehen, Bastard. Hunde laufen natürlich hier auf der Schräge extrem. Verbuggt. Kann uns jetzt nur rechts sein. Jetzt läuft er wieder normal. Oh, hier ruckelt es aber gerade. Muss wohl anscheinend gerade viel nachladen. Und hier ist Gott sei Dank... Nee, ist trotzdem kein Schneebiom hier. Ist auch noch verbrannten Biom. Die hasse ich ja wie die Pest. Da hinten ist auf jeden Fall ein Haus. Sehe ich hier noch irgendwelche Hunde? Nee. Können wir noch Pfeile herstellen? Oh, da hinten ist ein Kopf. Das ist auch übel. Pfeile haben wir keine mehr. Die Cops sind ganz übel. Und die alten Vögel da auch. Da will ich jetzt nicht rein. Und die Schlangen sind auch irgendwann in einem Update gekommen. Weg hier.
Ah, Schneebiom. Hat mich noch nie gefreut, so ein Schneebiom zu sehen. Aber so wenig Häuser habe ich auch noch nie gesehen, Mensch. Da drüben ist ein Haus, super. Naja, es soll euch ja nur als kleines Video für zwischendurch präsentieren, wollte ich euch das nur. Und wenn ihr das Hauptspiel habt, guckt ruhig mal rein in die War of the Walkers Mod. Ich persönlich finde sie, wie gesagt, sehr gelungen, sehr interessant und könnt ihr euch bei Nexus Mods runterladen. Okay, das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und bis demnächst in einem meiner Videos auf meinem Kanal. Ciao, ciao!